alle mal wieder miteinander. Ich mache mal jetzt mal Tag, weil es natürlich gleich dunkel sein muss, wenn ich das Video anfange. Diesmal geht es um meine automatische Sortieranlage und sie ist stackable. Das heißt, man kann so viele von diesen einzelnen Kisten hier nebeneinander bauen, wie man möchte. Das heißt, es könnte rein theoretisch, könnte man das für alle Items machen, die es so gibt. Ich führe sie euch einmal vor, indem ich hier in diese Truhe ein paar Items eingebe, die einsortiert werden sollen. Und dann sieht man hier oben schon so einen Fortschrittsbalken, dass da was am Werkeln ist. Und das bleibt halt eben jetzt so lange an, bis das Ganze hier mal fertig ist. Ja, er ist jetzt fertig mit Einsortieren. Es hat so in etwa eine Minute gedauert. Und wir können hier auch mal in die Kisten reingucken. Hier haben wir 20 Redstone-Fackeln, 20 Redstone, 20 Redstone-Repeater, 20 Comparator und 20 Quarzblöcke. Hier ist eine Kiste, allerdings soll die darstellen, dass hier alle Items reinkommen, die nicht vordefiniert sind, dass sie da einsortiert werden sollen. So, hier sieht man jetzt so ein einzelnes Element daraus. Diese hier sind stackable. Und hier sieht man noch den Item Elevator, der die Items aus der ersten Kiste nach oben transportiert, damit sie dann einsortiert werden können. Der wird mit Hilfe einer Clock gebaut. Sobald da unten ein Item drin ist, geht diese Fackel aus und lässt die Clock angehen. Das heißt, hier gehen die Fackeln immer an und aus und die Items werden immer weiter nach oben transportiert. Das könnt ihr dann einfach so nachbauen. Hier drunter ist dann die Fackel. So, wenn die Items dann darüber gelaufen sind, sag ich mal, dann wird hier immer geguckt, ob das da jeweilige Item reinpasst. Angenommen, hier würde jetzt ein Quarzblock reinpassen, geht er da rein. Hier geht dann eine Signalstärke von 2 durch, was diese Fackel einmal kurz ausmacht. Hier geht ein Item in die Kiste rein, das ist das hier. Und ein weiteres kommt von oben nach, das heißt, hier ist immer ein Item drin. Und hier sind auch noch ein paar Items drin. Items. 22 sind das, glaube ich. So, was wir dafür brauchen, habe ich schon eigentlich alles in meinem Inventar. Braucht man aber anstatt einer normalen Truhe jetzt eine Redstone-Truhe, weil man die immer abwechselnd benutzt. Man kann auch doppelte Truhen nehmen, aber ich finde, das sieht so einfach besser aus. Hier oben packt man am besten eine Treppe hin von dem jeweiligen Block, den man benutzen möchte, weil sich so die Truhen noch öffnen lassen. Dann kommt hier ein Trichter hin, der in die Kiste reingeht. Und hier einer, der in Richtung des Redstone Comparators guckt. Das ist dafür wichtig, dass er in diese Richtung guckt, damit er seine Items nicht gleich weitergibt. Das soll nämlich von diesem Dropper entschieden werden, wann ein Item nach unten gezogen wird und nicht, der geht einfach alle weiter nach unten. So, den powern wir jetzt erstmal, damit er gleich nichts rauszieht. Und hier kommt ein Repeater auf den zweiten Tick hin. Und hier oben drauf kommt Redstone. Das macht nichts, wenn sich das verbindet. Ich habe mir gedacht, ich mache diesen hier jetzt mal für Blumen, also für Rosen. Das ist nämlich vollkommen egal, mit welchem Block ihr das macht. Ihr macht das am besten so, ihr nehmt euch ein Stack und zieht das so auf. Dann nehmt ihr 22, packt hier jeweils einen hin und da kommt 18. Und hier kommt natürlich auch noch einer rein. So, wenn wir jetzt die 20 Rosen mal nehmen und hier in die Truhe reinpacken, werden sie jetzt einsortiert. Dann wird das schon klicken. So, 14 sind schon drin. Und hier haben wir die 20 Items. Es ist ganz sinnvoll, hierfür eine Redstone-Truhe zu nehmen, weil man so die Items hier reinpacken kann und sich noch länger überlegen kann, ob man die jetzt wirklich einsortieren will oder nicht, weil eine Redstone-Truhe macht den Trichter darunter an und somit saugt er erst was raus, wenn ihr aus der Truhe wieder rausgeht. Das ist ganz praktisch dafür. Ja, ich habe hier noch so ein Licht mit angebaut. Das erkläre ich nicht in diesem Video. Falls ihr das unbedingt bei euch mit einbauen wollt, kann ich da
gerne auch nochmal ein Video zu machen oder ihr probiert einfach mal was aus. Ja, viel Spaß damit und ciao Leute, bis zum nächsten Video.